Herzlich willkommen zu Soul Food Journey. Hallo ihr Lieben, hypnosystemisch ist heute das Stichwort, denn ich habe mich gefragt, was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Methode, hinter diesem Ansatz? Dafür habe ich mich mit Celine Freund getroffen. Sie arbeitet genau mit dieser Methode, mit hypnosystemischem Coaching und Therapie und unterstützt Menschen auf ihrem Weg, ihre Eigenlogik zu erkennen, zu verstehen, herauszufinden. Und deswegen nennt sie das Ganze auch Eigenlogik. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, beziehungsweise danke, dass ich hier sein darf, Celine, dass du mich eingeladen hast in diese schöne Räume hier in Berlin. Ja, auch gar nicht weit weg von mir zu Hause. Ich konnte ja sogar zu Fuß hierher kommen. Und das bei Sonnenschein. Ne? Und das bei Sonnenschein. Deswegen freue ich mich ganz besonders und jetzt auch nach dem Urlaub direkt dich treffen zu können. Und freue mich auch auf mehr über dich zu erfahren, mehr über deine Arbeit zu erfahren und vor allem auch meinen Hörerinnen und Hörern mit dir zusammen noch mehr über deine Arbeit zu erzählen. Sehr gern. Und deswegen würde ich auch, du hast ja mir jetzt im Vorgespräch schon sehr viel von dir, von deiner Arbeit erzählt, doch ich würde dich jetzt, da du das besser kannst als ich, dich nochmal bitten, den Hörern ein wenig über dich zu verraten, wer du so bist, was du so machst, wie dein Leben so aussieht und dein Tag. Also mein Name ist Jan Freund. Ich bin hypnosystemische Coach und Therapeutin in Berlin. Ich arbeite in einer eigenen Praxis, mittlerweile an zwei Standorten. Einmal in Charlottenburg-Wilmersdorf und einmal in Mitte. Meine Themenschwerpunkte, mit denen ich arbeite, habe ich vorhin schon erzählt, ist ganz querbeet gemischt. Also alles, ich sag mal, von normal menschlichen Themen, die irgendwie gerade drücken oder wo man merkt, ich komme alleine gerade nicht weiter und Freunde und Familie sind jetzt irgendwie auch keine Hilfe, weil die meinen es ja meistens immer nur gut und kriegen dann aber nicht so richtig mit, worum es eigentlich geht. Das sind so Themen, bis auch zu der therapeutischen Arbeit, das heißt auch wirklich therapeutische Begleitung, Intervention an den Stellen, wo es eben nötig ist. Ja. Also von daher sage ich immer, meine Arbeit ist super, super spannend, weil ich die große Ehre habe, eigentlich querbeet alles zu bearbeiten, was Menschen eben so mitbringen. Dementsprechend wird es auch nie langweilig, was ich total gut finde. Es ist irgendwie immer anders, es ist immer neu, es sind immer neue Sachen, Aspekte. Da bin ich halt sehr dankbar für. Und dementsprechend ist mein Tag meistens ganz abwechslungsreich und kreativ. Das klingt auch gut. Ja, total. Also das kann ich sagen, ne? Dass das, was ich da mache, ich bin da sehr dankbar für, weil das eben wirklich, das macht einfach unheimlich viel Spaß. Ja, und du hast ja auch eben schon den Begriff in den Raum geworfen, hypnosystemisch. Genau. Nun wird es wahrscheinlich viele geben, die Hypnose kennen, zumindest vom Hören her, oder auch schon mal ausprobiert haben. Zu denen gehöre ich auch dazu. Doch hypnosystemisch ist ja nochmal etwas anderes. Genau. Magst du da einmal so ein bisschen versuchen zu verdeutlichen, was sich dahinter verbirgt? Ja, klar, gerne. Also die hypnosystemische Therapie ist von Gunter Schmidt gegründet worden. Es ist ein Deutscher hier aus Heidelberg. Der hat ein ganz tolles Institut, das kann ich immer nur jedem mal empfehlen, da mal auf die Website zu gucken oder da auch mal sich Dokus im Internet anzuschauen oder so. Der ist wirklich klasse. Die sitzen in Heidelberg in diesem MyHigh, also Milton-Erickson-Institut. Und Gunter Schmidt ist gelernter Systemiker, also hat systemische Familientherapie gemacht und hat gemerkt, an einigen Stellen braucht es irgendwie noch mehr, braucht es vielleicht was anderes. Und hat dann bei Milton Erickson, einem klassischen Hypnotherapeuten in den USA, eben diese Ausbildung zum Hypnotherapeut gemacht. Und so hat sich das dann über die Jahre bei dem zusammengesetzt. Und die systemische Therapie geht quasi davon aus, dass das, was du gerade hast als Symptom, ja, dass das sich in deinem System, in dem du dich bewegst, nur da eben erstmal auftut. Also das heißt zum Beispiel ADHS-Kinder, ja, oder die das Symptom jetzt mal ADHS zeigen oder heute ja nur noch ADS,
da ist es so, dass man sagt, die kriegen das halt nur in diesem System Familie. Also in dem Kontext, in dem die sich bewegen mit Schule und allem, was dazugehört, dass sich da das Symptom zeigt und dass das Symptomträger sind. Also das System hat da irgendwie eine Schieflage und es gibt immer einen, der das Symptom zeigt und das ist eben dieses Kind. So, das ist der systemische Ansatz und das heißt, wenn du dieses Kind in ein ganz anderes System setzen würdest, aus Eltern, Schule, Familie, wie auch immer, hätte der das vielleicht gar nicht. So, ja, also das ist so das Systemische und die Hypnotherapie. Die Hypnotherapie ist eine ganz kreative, ressourcenorientierte und stärkende Arbeit, die davon ausgeht, dass du hochkompetent sein musst, wenn du ein Symptom hast, weil du hast es ja selber hergestellt. Und das heißt, niemand kann dir sagen, wie du das abstellst. Du bist kompetent, weil wenn du es hergestellt hast, kannst du es auch abstellen. So. Und das ist halt, dass dann, vielleicht kennst du das auch selber, dass man dann so denkt, ja, aber ich weiß es gerade gar nicht, weil man so in diesem Problem hängt, in dieser Problemtrance, das heißt, fokussiert auf das Problem. In diesem Tunnel. Genau. Das komplette Erleben im Denken, Fühlen, Handeln ist eigentlich nur noch so Problem und alles ist schwierig. Ja. Und dann kommt einer und sagt, nee, du weißt alles, du bist hochkompetent. Und dann wird dir wieder ein Vogel zeigen und sagen, nee, fühlt sich gerade nicht so an. Ja. Und gleichzeitig ist die Aufgabe des Hypnotherapeuten eben zu sagen, doch, doch, hast du wohl. Diese Kompetenzen, die du hast, die sind für dich gerade versteckt. Die sind nicht sichtbar, die sind zugeschüttet. Da wird immer so ein bisschen gesagt, wie beim Froschkönig die goldene Kugel, die in den Teich gefallen ist. Die gilt es, genau, die gilt es zu bergen, die hochzuholen und wieder abzuputzen. Also das heißt, deine Ressourcen, die du brauchst, um dein Problem wieder aufzulösen, sind da und wir holen die einfach nur hoch. Und das geschieht auf eine total tolle Variante, weil du ja nicht über die rationalen Zugänge hinkommst. Ja. Ja, das hast du ja schon meistens probiert. Ja. Und da arbeitet man sehr stark mit dem Unbewussten. Und das ist eine total kreative Arbeit, weil das Unbewusste läuft über das limbische System. Das limbische System würde nie sagen, nach A kommt B, sondern das würde sagen, oh, das riecht nach Pfefferminz oder das klingt wie Meeresrauschen oder irgendwas. Also das ist total kreativ. Ja. Und deshalb habe ich mir dann auch für meine Praxis den Titel Eigenlogik gewählt. Weil jeder hat seine eigene Logik. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was dir hilft. Wenn ich dir sage, mein Problem habe ich gelöst, indem ich mir ein rohes Ei auf den Kopf haue morgens, das hat alles gelöst, würdest du sagen, okay, die hat sie nicht mehr alle. Ja? Und wahrscheinlich würdest du das probieren und sagen, die spinnt, das macht überhaupt nichts. Ja? Ja. Und für dich wäre es vielleicht besser, wenn du irgendwas anderes machst. Ja, dir ein Symbol irgendwo hinhängst, was vielleicht funktioniert. Oder ein Duftsäckchen irgendwo platzierst. Oder was auch immer. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Ganz viele Imaginationsübungen und so weiter. Ja, ja. Um seine eigene Logik sozusagen zu verstehen. Ganz genau. Weil auch jedes Symptom hat ja total Sinn. Also Symptome kommen einfach nur, um uns darauf hinzuweisen, hey, guck mal, da ist etwas, das ist ein Bedürfnis, was du gerade nicht siehst. Also das ist so, deswegen liebe ich meine Arbeit auch, weil nichts, womit die Leute kommen, gilt es ja wegzumachen. Weißt du, also wir machen nichts weg. Also auch wenn, ich überlege gerade, was man nehmen könnte, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, dass er getrunken hat oder irgendwas gemacht hat, was er eigentlich ganz schrecklich findet, dann ist dieses Symptom ja total sinnvoll. Sonst würde er das ja nicht machen. Der Sinn ist meistens auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar, weil man es ja auch bewertet und sagt, ich will es aber gar nicht mehr machen, das ist so schrecklich. Ja. Ja. Aber eigentlich ist das total, das ist einfach eine Strategie, die wir ganz früher mal gelernt haben oder uns angeeignet haben, die für ein Bedürfnis, für ein Problem gut funktioniert hat. Und das ist eigentlich schon alles. Und das heißt, es ist eigentlich eine total hilfreiche Geschichte, darauf zu gucken. Ja, absolut. Ich musste auch gerade, hatte gerade wie so ein Déjà-vu, weil ich auch damals, als ich so an diesem Punkt war, wo es darum ging, was gibt mir denn mein Symptom, welche Logik hat meine Essstörung, habe ich auch im ersten Moment gesagt, ganz ehrlich, gar nichts. Ja, das ist ätzend, das will man nicht. Das ist einfach nur Scheiße und ich wünsche mir nichts mehr, als das loszuwerden. Also auch so Kampf, Weg, Ablehnung. Und das Verständnis hat sich wie um 360 Grad gewandelt. Und ich sage auch ganz oft, auch in den Folgen, dass es halt für viele manchmal noch weit weg klingt. Doch wenn sie das erstmal verstanden haben, welchen Sinn, welche Rolle
diese Essstörung auch erfüllt und was dann gefühlt auch weggeht, wenn sie nicht mehr da ist, was das Loslassen dann so schwer macht von dieser Strategie, dann macht das, also es hat seinen Sinn. Und das, ich fand deinen Namen auch so schön, Eigenlogik, weil ohne, dass wir darüber gesprochen haben, habe ich mir so für meinen Teil gedacht, was sich dahinter wahrscheinlich verbergen mag. Und jetzt dachte ich gerade, ja, das gut gemacht. Das macht total schön Sinn, dass es so heißt und passt auch jetzt total mit dem zusammen, was du erzählst, was sich dahinter verbirgt und was du auch machst. Und im Vorgespräch hatten wir ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen und ich habe so ein bisschen versucht rauszufinden, auch wenn die Themen bunt sind und das ja auch die kreative Arbeit ausmacht, hast du gesagt, gibt es trotzdem viele Menschen, die mit dem Thema Hochsensibilität zu dir kommen. Wenn du so drüber nachdenkst, dass da schon, dass da viele Menschen dabei sind. Und das ist auch etwas, was ich ganz oft in Nachrichten oder auch in E-Mails gesagt bekomme. Also, dass die Menschen dann wissen, ich bin hochsensibel. Oder sich selber sozusagen einstufen. Für diejenigen, die das jetzt nicht über sich sagen, was ist denn das? Also was ist Hochsensibilität? Das ist total gute Frage. Das glaube ich. Das ist auch total schwer zu beantworten, weil der Forschungsstand da eben noch ein bisschen schwankend ist. Ja, also es hat eine Forscherin, ich glaube sogar in den USA, ich habe den Namen leider vergessen, gegeben, die selber betroffen ist oder beglückt, nachdem wie man es sehen möchte, wahrscheinlich eher beglückt, also ein HSP zu sein, eine hochsensible Person, und hat darauf Forschung angestellt und hat eben so einen Test entwickelt. Anhand von verschiedenen Fragen kann man dann gucken, ist man hochsensibel oder ist man nicht. Mhm. Da gibt es auch neurologische Untersuchungen, wo man sagt, dass die frag mich jetzt nicht, die Synapsensätze oder was auch immer, da irgendwie sensibler sind oder was auch immer. Also, was ich sagen kann, ist, dass die Leute, die zu mir kommen, einfach Menschen sind, die extrem gut darin sind, so was zwischenmenschliche Nuancen betrifft. Also, die nehmen einfach ganz viel wahr. So. Und die sind auch oft von zwischenmenschlichen Interaktionen ein bisschen schneller erschöpft als andere, weil sie eben sagen, sie kriegen so viel mit, ja, das ist dann einfach so anstrengend. Und also es gibt Leute, die sagen, ich kann zum Beispiel nicht in ganz grellem Licht sitzen, das ist zu viel, das tut mir weh, laute Geräusche, ne? Also es gibt so, für mich selber, ich bin selber eine hochsensible Person, das ist ein Albtraum, wenn du mich auf ein Konzert stellst. Das ist für mich ein Albtraum. Also weil es viel zu laut ist, dass ich merke dann den Bass so im Körper, ne, die ganzen Menschen drumherum, die ganzen Eindrücke. Also das ist dann einfach zu viel. So, oder wenn ich viel mit Klienten gearbeitet habe, brauche ich eine Pause zum Beispiel. Ich merke dann so, okay, jetzt hier raus, Wald, Wiese, Ruhe, keine Musik, alles entspannt. Und das ist im Prinzip, was so hinter diesem ganzen Konzept steckt. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, das ist irgendwie so eine Art Randbehinderung. Andere sagen, das ist eine totale, ist ein Potenzial, wie auch immer. Ja. Und das ist auch da Eigenlogik, ne? Also ich denke, das ist ganz wichtig, da zu gucken, wie man gut damit umgehen kann. Ja. Ne? Und das ist was ich bei meinen Klienten immer merke, die sind halt, die kriegen einfach unheimlich viel mit. Und was sie oft haben, ist, glaube ich, so, dass die das Gefühl haben, dass die ein bisschen anders sind als andere. Ja. Also so ein bisschen sich so abheben. Also so oder so das Gefühl haben, vielleicht stimmt was nicht mit mir oder so. Ich bin irgendwie anders. So. Und das kommt häufig da, oder hängt eben häufig damit zusammen, dass die so viel mitkriegen. Ne? Ja, ja. Und wo andere dann so sagen, nee, ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst. Wahnsinn. Ich musste auch gerade, ich muss jetzt mal nachfragen, es gibt öfter mal so eine Beschreibung von Situationen in der Facebook-Gruppe, wo es darum geht, dass sich Personen in einer größeren Gruppe befinden, zum Beispiel auch im Urlaub, und das als, also sie freuen sich vorher drauf, aber empfinden es in dem Moment oftmals als anstrengend, und
Das Gefühl kenne ich auch. Und auch diese Vorabsorge, wie wird es wohl werden? Wie wird es wohl sein mit der Gruppe rund um die Uhr? Und werde ich da irgendwie Raum für mich haben und so weiter? Würdest du auch sagen, dass das dazugehört? Oder ist das? Also ich sag mal so, also diese Zugehörigkeit, wie gesagt, das ist halt dieser Test, ne? Und der ist halt wissenschaftlich nicht, angeblich nicht haltbar. So, okay. Ja, also angeblich spuckt er keine validen Daten aus. Ich weiß nicht, ob sich, vielleicht hat sich das auch schon verändert. Ich weiß es nicht, wie weit die da mittlerweile sind. Ja. Ich weiß noch, dass als ich rausgefunden habe, dass irgendwie von, ich sag jetzt mal 30 Fragen, 28 auf mich zutreffen, sind mir ganz fett die Tränen gekullert, weil ich so dachte, jetzt verstehe ich endlich. So. Ja. Also das war so ein Gefühl von, ach, das ist los. Ja, so. Ja. Und das ist was, was viele hochsensible Personen haben, dass wenn die merken, Mensch, mit mir ist ja alles in Ordnung, ich habe da einfach nur diese Sache, ja, dann sind die sehr erleichtert. Ja. So, von daher finde ich das Konzept gut. Ich arbeite damit aber nicht nur, also das ist nichts, was ich jetzt aushängen würde. Ja. Oder wenn bestimmte Bedürfnisse vorhanden sind, würde ich nicht sagen, ach, das ist, weil du hochsensibel bist. Also diesen Schluss, glaube ich, würde ich nicht machen. Ja. Ich finde das fast schon normal, wenn man sagt, große Gruppen, das ist für mich etwas, ich finde das manchmal anstrengend, weil da passiert halt auch super viel. Ne? Mhm. Also gruppendynamisch betrachtet, da geht echt die Luzi ab. Ne? So. Ja. Und da muss man auch die Individualität so ein bisschen zurückschrauben. Ne? Das ist ja auch ein Anpassungsprozess und gleichzeitig auch Abgrenzung. Und das ist irre anstrengend. Ja, ja. Und wenn man dann halt ein bisschen mehr mitbekommt oder viel fühlt und wahrnimmt, dann ist das halt richtig anstrengend. Ja, ja. Also das kann ich gut nachempfinden. Ja. Was ich dann mit meinen Klienten in der Praxis mache, ist, dass wir gucken, was brauchst du? Also was brauchst du für dich, damit du damit gut umgehen kannst? Also brauchst du mal Auszeiten, dann kommt ja oft dieses, Mann, das kann ich doch nicht machen. Ja. Ich kann doch nicht wie einfach weggehen. Wie sage ich das gerne? Genau. Nicht, dass ich die Böse stoße. Genau, ne? Also dieses das schlechte Gewissen den anderen gegenüber. Ja. Dann hatte ich eine Klientin, die ganz oft sich dann auch abgegrenzt hat. Ne? Und dann ganz traurig war und geweint hat, als sie dann alleine war, weil sie eigentlich ja so gerne mit den anderen dabei sein würde. Aber sie merkt, sie kann nicht. Also auch sowas gibt's ja, ne? Dass man dann irgendwie merkt, oh Mann, ich würde, aber es geht halt einfach nicht. Also auch das Akzeptieren dieser Sensibilität und diesem Bedürfnis, was man da hat, das kann ja auch ein Konflikt werden. Also total spannend. Ja, ja, ja. Und da geht's wirklich darum zu gucken, was brauchst du? Was ist für dich fein? Woran merkst du, dass du eine Auszeit brauchst? Ne? Da gibt's so körperlich, total cool, kannst du so somatische Marker dir setzen. Ne? Also so, wo fühlt man jetzt zum Beispiel, dass es zu viel ist? Ne? Ah, okay, also wo spüre ich das? Im Körper. Wenn es zu viel ist. Genau. Ne? Mhm. Wo merkst du das? Und was passiert ist, dass sich das Unterbewusstsein, das meldet sich ja. Das gibt uns ja immer so ein, ne, so ein Zeichen. Und dann kommt ja der Kopf und sagt so, ach nee, das geht jetzt nicht. Ne? Wir müssen jetzt noch alle einkaufen gehen. Ja. Oder nee, die wollen jetzt alle ein Spiel abends machen und ich kann jetzt nicht einfach gehen. Und der Kopf latscht so drüber. Zack, platt gefahren. Genau. Bedürfnis, nee, das geht jetzt nicht. Ne? Husch. Ja. Im Prinzip ist da ein anderes Bedürfnis, ne? Nach Anerkennung und sozial kompatibel sein und dazu zu gehören. Und die behaken sich dann. Mhm. Und da dann einfach zu gucken, okay, was ist denn der Körper so Marker, der wirklich sagt so, ey, jetzt geht gar nichts mehr hier. Ja, ja. Was würdest du denn sagen, also wenn jetzt jemand dabei ist, der zum Beispiel zuhört und sich denkt, ja, also Abgrenzung ist ja alles schön und gut und das würde ich auch gerne machen, doch ich spüre das quasi gar nicht. Also ich verpasse den Moment, in dem ich kurz vielleicht fühlen könnte, dass ich Abgrenzung brauche. Ja. Doch der Kopf ist sozusagen so laut, dass meine Bedürfnisse regelmäßig überfahren werden, sodass der Zugang zu dem eigentlichen Bedürfnis, ja, ich will nicht sagen zu ist, jedoch nicht unbedingt spürbar ist, sodass es quasi immer übergangen wird und dass dadurch die Abgrenzung gefühlt nicht so richtig funktioniert oder gar nicht stattfindet oder sich sehr, sehr schwer anfühlt, weil diese wahren Bedürfnisse im Prinzip nicht sein dürfen. Ne? Mhm.
hast du da irgendwie aus Erfahrung oder irgendein, ja, ich finde, es sind ja keine Tipps, aber hast du da irgendeinen Impuls vielleicht für diese Menschen, die so an dem Punkt stehen? Ja. Also, dass jemand das gar nicht fühlt, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. Also, was ich tatsächlich mache, ist, das ist ja eine, musst dir vorstellen, so eine Reizreaktionsschema. Ne? Mhm. Also, da kommt der Reiz und dann geht so eine Kette richtig los. So wie, ja, wie so ein Dominoeffekt eigentlich. Und was ich in der Praxis mache, ist, dass wir uns diesen Mechanismus, diese Kette genau angucken. Also wir nehmen eine Beispielsituation, in der man so voll ins Muster reingeeiert ist. Ne? Wo so richtig schön mit Beinen, Füßen, Arschbaum so Busch rein. So, und das einsetzt. Genau, so richtig. Ne? Wo man sich dann im Nachhinein so denkt, nein, wie konnte das denn passieren? Ja. Und so eine Situation nehmen wir uns dann und gucken mal ganz genau hin. So. Und dann schauen wir wirklich, was passiert eigentlich im Kopf, was passiert im Gefühl, was passiert im Körper und so weiter. Mhm. Und dann wird dieses Muster deutlich. Ja, weil da ist irgendwo, und wenn es nur so ein Mini-Leuchtfeuer ist oder so ein ganz kleiner Einwand, der ist meistens schon da. Ja, und den sichtbar zu machen und gleichzeitig die Gedanken, die dann kommen. Weil du kannst ja auch die Gedanken als Anker nehmen. Also wenn ich mir sage, nee, das kann ich jetzt nicht machen, wenn das das Wort ist oder ich sage jetzt mal das Stichwort, drüber zu eiern, kannst du auch das nehmen. Ja. Weißt du? Ja, ja. Also irgendwas gibt es da, womit man arbeiten kann, was man ankern kann. Und dann, und das ist bei der hypnosystemischen Arbeit total wichtig, ist Geduld, Geduld, Geduld. Also wirklich da ganz achtsam und lieb mit sich sein, weil, ne, wenn du, wie alt bist du jetzt? 27. Na, angenommen, du hättest dieses Symptom und du machst das seit 27 Jahren vermutlich, ja, dann ist es ziemlich utopisch, dass wir jetzt mal eben hier so eine Sitzung machen, zacki, zacki, ne? Und auf einmal läuft das Ding. Das ist relativ unwahrscheinlich, ne? Sondern da ganz lieb mit sich sein und mini kleine Schritte zu feiern und zu sagen, da hat eine Veränderung stattgefunden. Mhm. Ja? Und da wirklich zu gucken, okay, erste Aufgabe ist, das nur beobachten. Du würdest die Aufgabe mitkriegen, genau in den Situationen die Antennen richtig aufzuspitzen und zu gucken, was denkst du? Gibt es einen Körperanker? Gibt es irgendwas, was passiert? Wird der Atem flacher? Das Herz klopft? Die Hände werden feucht? Mhm. Keine Ahnung, bei manchen Leuten verkrampfen die Schultern, die Zähne gehen so zusammen, ne? Die Kaumleisten klicken. Der Kiefer verkrampft. Genau. Geht alles zusammen. Ja. Also da zu gucken. Ja. Und das wäre dann die erste Aufgabe, nichts zu machen, sich nicht zu hassen, ich habe schon wieder gemacht, sondern im Gegenteil zu sagen, oh cool, ich mache es gerade, wie mache ich es denn eigentlich? Mhm. So ganz neugierig sein. Mhm. Und im nächsten Schritt lernt man dann zu sagen, okay, warte mal, also so habe ich es immer gemacht, nächster Schritt ist Stopp sagen, einfach mal halt, einmal kurz reagieren. Und das ist ja schon wahnsinnig viel. Ja, das ist schon enorm. Das ist so krass, wenn das funktioniert, dann denke ich immer so, meine Güte, sind wir doch schon auf einem guten Weg. Ja. Das Stoppschild auszufahren, schon genau. Ein Riesenschritt. Genau, und da dann gucken, was brauchst du denn eigentlich? Was brauchst du jetzt, damit es dir gut geht, damit du das hinkriegst? Mm. Brauchst du Mut? Brauchst du, weiß ich nicht, mehr Standing irgendwie? Dann kann man mit Körper wieder arbeiten. Ja. Dass man sagt, okay, sobald du das merkst, stell die, also wenn du jetzt sagst, ich brauche mehr Standing in dem Moment, mehr Stabilität, stell die Füße schön auf den Boden, erde dich gewaltig. Ne? Merkst du, wie du die Füße richtig in den Boden drückst. Mhm. Also mit so kleinen Tricks kann man arbeiten. Oder Abstand. Ja. Wenn Leute sagen, ich brauche Abstand, sag ich mal, dann geh jetzt mal zurück. Wenn es nur ein Minischritt ist, nur mit dem Fuß oder mit dem Oberkörper so ein bisschen zurück oder das Doppelkinn machen oder irgendwas, was so ein Rückding. Ja. Ja, also das können minimale Sachen sein, weil unser Unterbewusstsein reagiert drauf. Ja. Der Kopf mag dann denken, entschuldigen mal, ist doch lächerlich. Ja. Aber das Unterbewusstsein reagiert. Und das ist halt das Coole an dieser Therapieform oder an der Arbeit auch im Coaching, dass es leicht sein darf. Ja. Das muss nicht so ein analytischer und deine Eltern und deine Großeltern und was alles schiefgelaufen ist und so, sondern es reicht ja, wenn du die Veränderung jetzt machst. Mhm. Es reicht. Also es ist schön, Dinge zu verstehen und meistens kommt es auch, es wird sichtbar, aber immer nur zu gucken, warum ist das so? Mhm.
das führt meist eigentlich zu nicht so viel. Ja, ja. Und es ist dann ja immer noch sehr im Kopf und gar nicht unbedingt im Fühlen. Genau. Und über die Körperarbeit kommt man halt so schön ins Fühlen. Ja. Der Gunter Schmidt nennt es auch mal Körpergymnastik. Also total eine Seelengymnastik. Also wo man dann so ganz verrückte Sachen auch machen kann. Ne? Ja, also, ich sag mal, das ist ein schönes Bild, wenn man so darüber nachdenkt. Ich mache jetzt Körpergymnastik. Ja, das ist eine Seelenkram. Genau, und der macht da, also ich meine, das kennt ja jeder, wenn du einen Vortrag hast, geh auf Toilette, schließ dich da ein und reiß die Hände mal zum Himmel. Du kannst nicht die Hände zum Himmel so wie Rocky machen und dann denken, oh Gott, ich krieg das bestimmt nicht hin. Das passt nicht. Siehst du? Ja. Und das ist halt, ne? Und ja, das stimmt. Funktioniert das auch meistens ganz gut. Ja. Ich finde, während du erzählst, denke ich die ganze Zeit, oh, das ist wirklich ein mega spannender Ansatz, den ich so auch wirklich noch nicht kannte vorher. Und ich hatte gestern mal eine, also in der Gruppe sozusagen gefragt, ob jemand eine bestimmte Frage hat, die ich mir stellen soll. Oh ja, gerne. Und ich kann mir die Antwort schon denken aufgrund unseres Vorgesprächs, doch das haben die anderen ja nicht gehört. Und zwar kam die Frage, was ist eigentlich so der konkrete Unterschied, beziehungsweise was ist vielleicht so der eine Unterschied zwischen analytischer Therapie, Verhaltenstherapie und dieser Seite hypnosystemisch? Puh, das ist ein Riesenthema. Okay, also vielleicht als allererstes so die pragmatischen Sachen zuerst. Es gibt in Deutschland eine bestimmte Form von Therapien, die Krankenkassen ärztlich verschrieben werden können. So, ja. Dazu gehört die Psychoanalyse nach Freud. Kennt man ja das mit der Couch und freies Assoziieren und so weiter. Genau. Und dann gibt es eben die Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie, sage ich immer so ein bisschen die Unternehmensberater der Seele, die sind halt super zackig und haben auch total spannende Techniken dabei, also wirklich auch coole Sachen. Und diese beiden Therapieformen werden von den Krankenkassen unterstützt. Ja. Also das ist der erste Punkt. Und bei hypnosystemischer Therapie ist es eben nicht so. Ja. Also die ist leider immer noch nicht angebunden, was ich natürlich super schade finde. Sehr schade, ja. Ja. Was auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass Psychoanalyse und auch Verhaltenstherapie, also Psychoanalyse insgesamt ist eine Langzeittherapieform. Mhm. Das heißt, du gehst sehr lange, also 90 Sitzungen plus X, sag ich mal. Ja. Das ist sehr lange. Und die Arbeit ist eben sehr stark retrospektiv, also sehr stark vergangenheitsorientiert, Familie und so weiter, Kindheit und tralala. Ja. So, und die Verhaltenstherapeuten arbeiten schon ein bisschen zackiger. Ja, das stimmt. So, genau. Mhm. Und die gucken gar nicht so sehr auf die Vergangenheit, sondern die gucken sehr stark symptomorientiert. Mhm. Also ich sage jetzt mal Waschzwang. So, und dann gibt es verschiedenste Methoden, wie man eben das Symptom behebt. Ja. So, und damit war es das dann. Ja. So, und bei hypnosystemischer Therapie ist eine Kurzzeittherapie. Also bei mir ist es so, dass du 90 Minuten hast statt nur 45 und dass du nicht so lange kommst. Also du kommst nicht so oft. Also die Psychoanalytiker, die machen ja dreimal die Woche, ja, was schon echt der Hammer ist. Also da bist du echt richtig fertig. Habe ich immer so gedacht, boah, Freitag, ein Teilzeitjob. Ist es. Es ist wahnsinnig anstrengend, ne? Weil natürlich auch ganz viel hochkommen. Ja, und halt auch viel Vergangenheit, ganz viel Schmerz auch, Traurigkeit vielleicht. Ja, muss ja nicht, aber ne, kann. Ja. Und bei der hypnosystemischen ist es eben so, ich sag mal, ich lege mich immer so ungern fest, aber Minimum sind 3 Sitzungen. Mhm. So. Und Maximum, naja, ich meine, wenn du 3-mal die Woche kommen willst, dann weiß ich nicht, ob ich das so mitmachen würde. im Prinzip, naja, wenn du sagst, es ist für dich wichtig, ist okay. Ja. Aber das bestimmst du selber. Mhm. Also wenn du das Gefühl hast, nach 6, 7, 8 Sitzungen ist das Ding durch, dann ist das durch. Punkt. So. Ja, ja. Also das ist nicht, du brauchst nicht 90 Sitzungen bei mir. Also ich sag mal, irgendwas realistisch ist zwischen 3 und 12 irgendwie. Ja. Und den Zeitraum bestimmst du immer selber. Also bei mir kommst du nicht 3-mal die Woche, sondern du wirst gefragt, wann möchtest du das nächste Mal kommen? Mhm. Und kannst dann gucken, wie ist die Dringlichkeit? Mhm. So. Und inhaltlich ist es eben anders. Wir gucken gar nicht nach dem Warum. Also warum ist eine Frage, die wirst du bei mir nie hören, mhm. sondern bei mir hörst du immer wozu.
Ja. Aber nicht warum hast du das, sondern wozu hast du das? Mhm. Und du merkst, es hat gleich eine ganz andere Qualität. Ja. Und geht auch in eine ganz andere Richtung. So, es ist ganz ressourcenorientiert, es soll dich stärken. Ne, das kann natürlich sein, dass es mal eine Sitzung gibt, wo du merkst, da hat es jetzt gerade ordentlich gerappelt und wo man dann nicht so gut rausgeht. Aber an sich solltest du aus meiner Sitzung besser rausgehen, als du reingekommen bist. Gute Aussicht. Ja, finde ich auch total wichtig. Ja. Du sollst ja besser gehen. Ja. Und wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, spielt sich, also nicht ausschließlich, aber viel im Unterbewusstsein ab, oder? Was meinst du? Meinst du jetzt? Also du arbeitest viel mit dem Unterbewusstsein sozusagen, beziehungsweise es hat, also hypnosystemisch, was ich jetzt rausgehört habe, hat schon eine starke Wirkung, die bis ins Unterbewusstsein sozusagen reicht, weil die Methoden oder vielleicht auch Übungen tiefgreifend sind und jetzt nicht nur auf Verstandsebene. Genau. Ja, ganz wichtig. Also was wir versuchen, ist tatsächlich den Verstand so ein bisschen abzulenken. Also bei mir gibt es, also du siehst ja, es gibt hier keine Couch oder so, also du musst dich hier nicht hinlegen. Ich habe auch kein wahnsinnig cooles Pendel oder so, womit ich dich irgendwie wegsegle. Also eigentlich wäre es ja mal kein Schnieke, aber habe ich nicht. Das heißt, wir sitzen, du suchst dir hier mal deinen Platz aus, du bist immer bei vollem Bewusstsein, also ne, so. Was wir aber machen, ist tatsächlich über Sprachmelodien zu arbeiten, über Fragen, die den Verstand immer so ein bisschen austricksen. Also das können systemische Fragen sein, wie zum Beispiel, wenn ich deinen Vater frage, was deine Mutter darüber denkt, dass du heute hier sitzt, dann ist das für den Verstand meistens viel zu viel. Und dann kommst du automatisch auf eine andere Ebene, systemisches Fragen. Wir arbeiten ganz viel mit Bildern. Also was du vorhin erzählt hast, mit Symptomen will ich nicht haben, soll bloß weg. Ja. Das ist so immer das Bild, mit dem ich habe, ist ein Wasserball, den man mit aller Wucht versucht, unter Wasser zu drücken, was wahnsinnig anstrengend ist. Und sobald du loslässt, flitzt der halt wieder hoch. Ist er wieder da. Genau. Und das sind so Bilder, mit denen wir arbeiten. Ja. Wir arbeiten viel mit Geschichten. Das machen wir auch viel. Das heißt, ich schreibe auch Fantasiegeschichten für Leute. Wenn die sagen, ich habe gerade hier einen Punkt, an dem komme ich nicht weiter, dann gucken wir, was für Elemente mögen die besonders. Mhm. In was für Umfeldern fühlen die sich wohl und so weiter. Und gucken dann, dass wir über die Geschichte diese Ressource unterbewusst aktiviert bekommen. Das heißt, wir besprechen das, ich schreibe das ganz in Ruhe und du kommst das nächste Mal, dann darfst du dich super entspannen, dann kriegst du hier auch eine kleine Liege und darfst dich ein bisschen einmuckeln. Mhm. Und dann kriegst du die vorgelesen. Das heißt, wir setzen dann noch auf dem Höhepunkt einen Körperanker wieder. Ja. Daumen drücken oder Ohr ziehen, Nase, was auch immer. Ja, was da Eigenlogik, also was auch immer für dich funktioniert. Und setzen dir da einen Körperanker, sodass du jederzeit die Geschichte zu Hause wieder lesen kannst. Du kannst es aktivieren über den Anker und so weiter. Also mit sowas arbeiten wir. Also sagen wir mit Duft, mit Musik. Ja. Sehr kreativ. Total. Also irgendwo lebendig, trotzdem tiefgreifend und kreativ. Ja. Die drei Worte hatte ich gerade bekommen. Genau. Und das ist halt sowas, was für mich auch die Arbeit so schön macht. Ja, das glaube ich. Weil ich dann immer wieder erlebe, also ich merke immer wieder, ich bin ganz ehrfürchtig, wenn so Klienten dann so mit ihren Sachen kommen. Mhm. Weißt du, wo du so denkst, wie cool ist das Bild bitte? Da wäre ich ja in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Ja. Und die kommen mit so richtig tollen Dingern um die Ecke. Finde, also das ist das, was ich so an meinem Job liebe, was Klienten aber auch manchmal ein bisschen verwirrt am Anfang, ne? Weil die denken, so Therapie oder Coaching, das ist so linear. Also wir reden, wir analysieren das jetzt und dann sagt die mir, wie das geht. Mhm. Und dann denke ich mir so, nee. Ja. Weil ich weiß nicht, wie es geht. Ich kenne dich nicht. Mhm. Wäre doch vermessen. Mhm. Also es ist halt die Wertschätzung des anderen auch auf Augenhöhe. Mhm. Wir stellen uns nicht drüber, wir wissen es nicht. Hallo? Kann ich doch nicht riechen. Ich bin doch nicht irgendwie überbevorteilt worden von dem Gott. Ich habe keine Röntgenaugen. Ich weiß es einfach nicht. Nee. Ne? Also ich kann schnell Muster lesen. Ich kann mit Fragen Dinge herausfiltern. Aber was für dich funktioniert, das weißt du. Und das ist halt sehr viel Wertschätzung. Und das ist manchmal verwirrend für Leute. Mhm. Und wenn ich dann sage, und jetzt intuitiv das erste Bild, was kommt, und dann gucken die so ein bisschen irritiert, weil das so komisch ist. Die denken ganz viele Leute, das kann ich doch jetzt nicht sagen.
Und dann denke ich, gedacht, doch, genau das genau brauchen das. Wir. Genau das, ja, ja. Aber es ist eben sehr ungewöhnlich, ne? Ja, das glaube ich. Ja. Ja, damals war mir das auf jeden Fall überhaupt kein Begriff, weil, wie du ja auch schon sagtest, wenn man jetzt am Anfang steht und sich an die Krankenkasse wendet, dann bekommt man halt zwei Möglichkeiten und wählt dann aus und guckt, was da zu einem passt. Doch gerade, wenn es dann sozusagen weitergeht und so vielleicht eine erste Therapie stattgefunden hat und, also ich habe dann zum Beispiel damals für mich gemerkt, okay, Psychoanalyse irgendwie ist es das nicht. Also ich hatte immer so dieses Gefühl, das erreicht mich nicht. Ja. Also es war dann irgendwann gefühlt wie Zeitverschwendung aus meiner Sicht. Und dann habe ich es halt irgendwann auch in Absprache aufgehört und dann erstmal nichts gemacht. Und dann kam irgendwann die Verhaltenstherapie, irgendwo schon mal was getroffen hat bei mir. Ja. Doch dann habe ich danach glücklicherweise gedacht, ja, okay, doch. Da ist halt trotzdem irgendwie noch mehr. Also irgendwie, das spürt, glaube ich, auch jeder Mensch, dass er da das Gefühl hat, das war's nicht. Ja. Also das war jetzt noch nicht alles sozusagen. Und da geht es ja auch noch weiter. Also es hat ja auch oft noch viel, viel mehr in einem, was da arbeitet, außer jetzt. Also es muss ja gar nicht alles unbedingt immer mit irgendeinem Störungsbild oder Krankheitsbild zusammenhängen. Ja. Jeder hat ja so seine Blockaden ist in so sich, in verschiedenen klar. Lebenssituationen. Und das Leben verändert sich nun mal stetig. Deswegen kann da ja immer was aufkommen. Und ich dachte mir, da gibt es doch bestimmt ganz noch spannende und andere Sachen. Und als ich da angefangen habe, mich umzugucken, habe ich dann auch bemerkt, dass es mehr gibt. Und habe ja jetzt zum ersten Mal von hypnosystemisch über dich darüber was erfahren und auch gehört. Und muss auch sagen, dass ich zwar vorher was gelesen habe darüber, doch jetzt nach dem Gespräch ist es mir nochmal klarer geworden, was sich dahinter verbirgt und dass das wirklich nochmal anders ist, als ich dachte, aufgrund dessen, was ich gelesen habe. Ja. Weil es ist ja doch oft etwas, noch viel mehr, was dahinter steht, außer das, was man jetzt in Lexika oder bei Wikipedia lesen kann. Ja, ich finde es immer sehr viel greifbarer, wenn es die Möglichkeit gibt, sich mit Menschen zu unterhalten, die eine Methode selbst gespürt haben, selbst erlebt haben oder selbst anwenden. Und deswegen fand ich das jetzt so einen ganz anderen Einblick und finde es jetzt auch total klar. Also für mich ist es jetzt total schön klar geworden und ich finde es auch super spannend, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gerade gedacht, na, das wäre schon cool gewesen, wenn ich das... Also weißt du, ich glaube auch da folge ich so ein bisschen auch da dem Glauben an die Eigenlogik. Ich bin mir ganz sicher, dass, also die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie, die können schon was. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist Zeitverschwendung oder so, ne? Nee. Sondern ich glaube, dass die haben ihre Berechtigung und die sind für bestimmte Dinge und für bestimmte Leute total wichtig und richtig. Also da, ich glaube, wenn ich jetzt, ne, weil ich bin halt ein sehr lebendiger Mensch, ich bin ein ganz fühlender Mensch, ne? Und dieses Kreative und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, hör mir bloß auf mit dieser Frau. Also, ne, die ist ganz unerträglich und ich möchte lieber da liegen und möchte erstmal frei assoziieren oder so, keine Ahnung. Genau, oder ich möchte einfach nicht, möchte nicht meinen Namen tanzen, das muss bei mir sowieso nicht, aber ne, also ich möchte jetzt nicht irgendwie sowas, was ich möchte jetzt einfach nur wissen, nach A kommt B und dann mache ich C, so pum. Mhm, ne? Ja, das kann ich total verstehen und ich finde, das ist auch richtig und wichtig. Ist auch gut, genau. Und ich glaube, das ist so das, was ich erfahren habe, ist, dass die Leute so ihren Weg gehen. Mhm, Also die, so wie du gesagt hast, ne, du hast mit einer Analyse angefangen und dann irgendwie bist du dann da weg und dann Verhaltenstherapie und jetzt das Coaching und das ist was, das verändert sich. Und ich glaube, die Leute finden ihre Wege dann da so durch. Mhm, ne? Und gleichzeitig finde ich es total schön, die Gelegenheit haben, diesen Ansatz einfach mal ein bisschen zu promoten, weil ganz viele Leute glauben, Therapie ist etwas, ich bin verrückt, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich habe einen an der Waffel,
ich bin schwach, ich krieg's alleine nicht hin. Ja. Und denken, oh Gott, und dann kauen die da alles durch. Und viele Leute haben Angst, dass da irgendwelche Traumata aufbrechen und die dann total verzweifelt nur noch weinen können und so. Und ich glaube, das ist auch das, wenn mich Leute dann kennenlernen, sind die so ein bisschen irritiert, weil sie dann so denken, hä, wie das jetzt Therapie? Ja, das ist auch, also ne, und das ist eben auch Therapie, es ist eben anders. Ja. Aber es ist eben, es muss nicht immer das klassische Bild sein, was wir so aus den, weiß ich nicht, aus den 80ern im Kopf haben oder 90ern, wo das eben so war. Es ist halt auch nur ein Stereotyp, der da im Kopf verankert ist, genau. Der sagt, Therapie ist das eine Bild. Ja, genau. Doch mittlerweile kann Therapie halt alles bedeuten. Das kann bedeuten, du sitzt auf dem Pferd und reitest. Absolut. Kann bedeuten, du bist nur mit Tieren den ganzen Tag. Also es kann ja wirklich, es ist so ein breites Spektrum mittlerweile, was ich total spannend finde. Und ich glaube, dass es noch oftmals so diese Schwere hat. Und ich finde es auch mega gut, dass du es gerade nochmal so aufgegriffen hast. Dass halt viele sich so schlecht, anders, falsch fühlen. Viele erzählen ja auch gar nicht, dass sie in Therapie sind. Ja, das ist ja noch ein Tabuthema. Weil dann sofort dann der Kopf sagt, ja, klar. Nein, dann bist du... Der macht es bescheuert. Nicht. Ja, klar. Du bist total bescheuert und kannst nichts oder geben dir... Weiß ich nicht, kriegst keine Einladung mehr, wirst ausgeladen, wirst also so abgelehnt, ausgesprochen. Ja. Was auch immer, da kommt ja ganz, ganz viel hoch. Und ich finde, also ich selber sehe das mittlerweile eher als Möglichkeit, sich so ein ganz großes Spielfeld, also sich auf so ein Spielfeld zu begeben, auf dem es ganz, 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 ganz viele Spieler gibt. Und da, also weil dieses Bild, finde ich, erleichtert das quasi als Entdeckungsreise zu betrachten. Und ich glaube, das ist es oftmals, weil das halt oftmals nicht mit dem, also wenn es halt nicht die erste Methode ist, dann nicht stehen bleiben, sondern einfach ganz entspannt weiter gucken, was gibt's denn da noch? Und so neugierig zu sein, auszuprobieren und vielleicht sogar, das geht mit Sicherheit eines Tages, sogar auch Freude dabei zu entwickeln. Also das als Bereicherung anzusehen, vieles ausprobiert zu haben, vieles kennengelernt zu haben, weil das bleibt ja trotzdem bei jeder Methode, also jede Methode gibt dir ja trotzdem etwas mit auf deinen Weg. Und wenn es halt ist, was ist es nicht? Genau, auch gut. Genau. Auch gut, wenn jemand sagt, Frau Freund, ganz ehrlich, nee, das ist ja gar nicht meins. Na, ich meine, gut, das passiert nicht, weil die lernen mich ja schon vorher kennen. Ne? Es gibt dieses Vorgespräch, Telefon, das kostet das unverbindlich und dann merken die schon, nee, lieber nicht. Ne? Ja, ja. Aber wenn jemand sagt, es ist überhaupt nicht mein Ding, wie kompetent für sich selber zu sagen, nee, das ist nicht meins, ich möchte was anderes. Ja. Da denke ich mir, herzlichen Glückwunsch, stopp, Bombe. Ja. Dann habe ich gerade meinen Job gemacht. Ja. Wenn du weißt, nee, finde ich total gut. Finde ich wirklich gut. Ja. Und ich glaube auch, ich glaube, dass wir Menschen, wir haben ja nicht mal so eine Phase, wo wir sagen, okay, jetzt suche ich mir da Unterstützung und dann bin ich für immer fertig. Also das ist, glaube ich, so die Erkenntnis nach 15 Jahren Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Training, Therapie und so weiter, dass ich sagen kann, also fertig gibt's nicht. Mm-mm. Feldauswegen ist nicht. Man kann sagen, ich habe fertig mit diesem Thema oder ich bin fertig mit Therapie, aber es geht ja immer weiter und ich fände es, glaube ich, vermessen zu sagen, hypnosystemische Therapie ist für jeden an jeder Stelle seines Lebens genau richtig. Mm-hmm. Ich glaube, das gibt es nicht. Geht keine Methode. Und ich sehe meine Arbeit eher darin, dass ich einen Menschen für eine bestimmte Zeit begleiten darf. Ja. Ja. Und ich arbeite ja, habe ich dir ja vorhin erzählt, auch mit Unternehmen zusammen, mache diese psychosoziale Beratung. Und ich muss dann immer ganz viel Aufklärungsarbeit so leisten und dann auch so sagen, glaube ich, ne, so, ich bin nicht die Psychotante, so, ne, sie haben keinen an der Waffe, sie kriegen bei mir keine Medikamente oder irgendwie was. Ja. Und ich muss auch Aufräumarbeit leisten im Sinne zu sagen, sich Hilfe zu holen, Unterstützung ist ja keine Schwäche. Sondern ein Zeichen von Stärke. Ja. Und da habe ich so gedacht, von Achtsamkeit auch. Absolut. Und
also von Ehrlichkeit, von allem. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen, ich kann mir ja selber auch nicht die Haare schneiden. Ja, also deswegen gehe ich ja zum Friseur, weil die kann das, die hat es nämlich gelernt. Da holen wir uns Unterstützung. So, und da machen wir das selbstverständlich. Und unsere Seele ist ja für mich persönlich jetzt ein bisschen wichtiger noch als meine Frisur. Also wie ich immer sage, das steht in keinem Verhältnis. Also dieses, das ist schwach, das kann man wirklich echt mittlerweile wegpacken. Ja, das hat da überhaupt keinen... Das ist einfach so überholt. Und ich glaube, das kommt auch langsam. Das sich so ein bisschen absetzt. Ja, das glaube ich auch. Wenn jetzt jemand sagt oder denkt, diese Frau, die interessiert mich, die mich so wie ich ja auch, die möchte ich kennenlernen. Ja. Wie können diese Menschen dich denn erreichen oder wo finden die vielleicht noch mehr Informationen, was sie jetzt erstmal vielleicht lesen können? Ja. Wo finden die dich? Also mich findet ihr ganz normal auf www.eigenlogik.de, also das ist eben der Slogan. Ja. Da könnt ihr mich natürlich finden. Was es immer gibt, wenn jetzt jemand sagt, könnte ich mir vorstellen, würde ich gerne mal ausprobieren. Ja. Hypnosystemisches Coaching oder hypnosystemische Therapie, finde ich gut. Dann machen wir immer erstmal ein kostenloses Vorgespräch. Viertelstunde telefonieren wir beiden zusammen, um einfach erstmal, ne, ich meine, die haben mich natürlich jetzt gehört und haben so ein bisschen vielleicht einen Eindruck bekommen, so okay, so ist die halt. Aber auch zu gucken, passen wir echt zusammen? Also ist das ein Anliegen, wo ich sage, ja, kann ich machen? Weil es gibt ein paar Anliegen, wo ich sage, nee, da bin ich raus. Ja. Wo ich merke, da bin ich einfach nicht die Fachfrau für. Und die gebe ich dann aber sehr, sehr gern auch an Kollegen weiter, von denen ich wirklich weiß, dass die da top drin sind. Genau, also das geht immer. Da gibt's Telefon, E-Mail. Ich habe ja meinen Newsletter jeden Montag. Wer möchte, kann sich natürlich anmelden, klar. Ansonsten immer einfach anrufen. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Ja. Muss auch gar nicht viel Text sein. Ich habe letztens gehört von einer Kundin, die gesagt hat, ich wusste einfach nicht, was ich schreiben soll. Dann habe ich 2 Monate gewartet, weil ich nicht wusste, was ich schreiben soll. Das auch also, ne, deswegen an der Stelle, vielleicht, wenn jemand Interesse hat, einfach schreiben, ich habe Interesse, können wir mal telefonieren. Das geht eben auch. Ja. Ja, also das geht. Ich überlege gerade ansonsten, ja, es gibt den Blog, wo immer natürlich was eingepflegt wird auf Eigenlogik, der ist aber auch verlinkt. Es gibt die Facebook-Seite, hier eben auch Eigenlogik. Ja. Genau. Und es geht auch nicht nur für welche, die in Berlin leben, oder? Also, so wie ich das verstanden habe, geht es auch auf anderen Wegen. Telefon. Ganz genau. Und ja, am liebsten per Skype. Ja. Telefon finde ich immer schwierig, weil ich gerne mein Gegenüber sehe. Ja. Weil man sieht halt an Körperbewegung und Mimik, Gestik sieht man halt ganz viel. Ja. Und den Kanal blind zu schalten, traue ich mich manchmal einfach auch nicht. Wo ich denke, nee, ich habe das gerne, wenn ich das sehe. Ja. Und das mache ich super gerne. Also das ist überhaupt kein Thema. FaceTime, Skype, kriegen wir immer gut hin. Ja. Sehr schön. Ja, gerne. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dich zu treffen und mehr darüber zu erfahren. Wie gesagt, es war auch für mich super viel Information, spannende, neue Impulse. Und ich bin mir sicher, dass ich bestimmt jetzt noch so ein paar andere Sachen darüber lesen werde. Schön. Gibt es vielleicht zum Ende noch ein Buch, bei dem du sagst, dass also vielleicht gar nicht unbedingt Fachbuch, sondern eher vielleicht ein Buch, bei dem du sagst, ja, das hätte ich mir mit meinem Zukunfts-Ich selbst empfohlen zu lesen, weil du es halt so wertvoll fürs Leben, eigene Entwicklung, für das Erkennen der eigenen Ressourcen, fürs Sein, für was auch immer. Aber einfach das ist ja eine gute Frage. Ja, ne? Ja, total. Habe ich mir jetzt gerade spontan ausgedacht. Sehr gut. Ich überlege gerade, was ich... Also ich glaube, mir fallen gleich so ganz viele Geschichten ein, die mich immer so total berührt haben irgendwie. Es gibt von... der heißt irgendwie Jorge Burkay oder sowas. Ich müsste es nochmal nachgucken. Das kann ich nachher auch raussuchen. Genau. Gibt es ein Buch, ich erzähle dir eine Geschichte. Mhm. Das ist eins meiner Lieblingsbücher, das habe ich tatsächlich auf dem Nachttisch liegen. Gibt es auch in so mini kleiner, total schöne eingebundener Form. Ja. Und das ist tatsächlich von einem Therapeuten, also
ein Patient und ein Therapeut. Also es ist geschrieben aus der Patientensicht, mhm, und der quasi immer zu seinen Sitzungen geht und dann erzählt der Therapeut ihm eine Geschichte. Und das ist so cool, weil die sind halt super hypnosystemisch, diese Geschichten. Ja, Wahnsinn. Genau, und, ne, und deswegen, das ist immer so was, wo ich so merke, ich lese die immer und denke so, oh, wie schön ist das denn? Mhm. So, die sind richtig toll. Das, ja, kann ich ganz, ganz schwer empfehlen. Ja, und ansonsten, ich bin halt ein riesen Buddhismus-Fan. Ne? Haben wir im Fundtun ganz lange drüber gesprochen. Ja, ja. Deswegen alles, was so in so buddhistische Richtung geht, das Weiße Herz von Jack Kornfield, das fand ich total super. Mhm. Das würde ich auch, also das ist so ein Buch, das würde ich immer wieder lesen. Ja, ja. Also alles, was so in die Richtung geht, ja. Ja, ich suche das auch auf jeden Fall raus, sodass die, ja, Dings einfach unten mit drin sind und jeder nur noch draufkleben, ja, muss. Da musst du nochmal gucken. Wahrscheinlich habe ich das nicht richtig ausgesprochen, aber du schreibst es einfach rein und jeder weiß, was gemeint ist, das falsch ausgesprochene Buch. Das auf jeden Fall. Genau. Vielleicht auch noch als Angebot, wenn irgendwelche Fragen noch zu dem sind, was ich erzählt habe, ja, oder irgendjemand noch mal was braucht oder so, kann ich mir auch einfach gerne eine Mail schreiben. Einfach, ja, direkt sagen, hier, ich habe da das den Podcast von Kira gehört und ich habe da noch mal oder so. Ja. Total gerne. Ja, also Leute, einfach Fragen, ja, in die Tasten hauen oder einen Hörer in die Hand nehmen. Genau. Keine Scheu. Celine ist ein ganz warmherziger, liebevoller Mensch, so wie sie jetzt hier gegenüber sitzt. Kann ich ja nur so zurückgeben. Danke dir. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar. Und wenn ihr mit Celine zusammenarbeiten möchtet, dann schreibt ihr auf jeden Fall oder ruft sie an. Sie ist ein so wunderbarer Mensch. Ihr findet die direkten Links in den Shownotes zu ihren Seiten. Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kira.